Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Zuschauer, wir haben heute einen ganz besonderen Künstler bei uns hier im Kultur à la carte. Und zwar einen Regisseur, Buchautor, einer, der wirklich sein ganzes Leben in der Filmbranche und in der Kunstbranche verbracht hat. Ich begrüße Ernst Kaufmann. Lieber Ernst, wie kommt man dazu, Regisseur, Buchautor, sich mit dem Film zu beschäftigen? Wie kommt man dazu? Eigentlich war der Beginn ein zufälliger. Einer meiner Onkel, meiner angeheirateten Onkel, war der Bruno Kranichstetten. Mhm. Der Bruno Kranichstetten war ein relativ bekannter Operettenkomponist, war also mit den Gebrüdern Marischkas sehr gut und befreundet. Und ich habe seinen beweglichen Nachlass geerbt. Und da waren halt eine Menge auch Partituren dabei. Und ich habe mir dann gedacht, naja, eigentlich möchte ich das verstehen, was er da geschrieben hat. Und habe dann von 17 bis 27 10 Jahre Musik studiert auf der Akademie und am Konservatorium der Stadt Wien. Bin aber sehr bald in die Regie hineingerutscht. Und habe dann eine freie Gruppe gegründet und aus Zufall ein Stück gefunden, das mir gefallen hat, und zwar Endstation Zuchthaus von Jack Unterweger. Mhm. Nur wusste ich damals als junger Mann überhaupt nicht, dass das ein Mörder ist, der einsitzt und so weiter. Und wir haben das Stück dann im Volkstheaterstudio aus der Taufe gehoben. Das war eigentlich ein Skandal, ja, der nicht geplant war. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals eine Titelseite in der Kultur und da ist gestanden als Headline Wiener Jungregisseur holt Mörder aus dem Gefängnis. Also so. 1986/87 kam der Film, also begonnen mit einem eigentlich kleinen Werbefilm über die Stadt Innsbruck. Habe dann jemanden kennengelernt von der österreichischen Entwicklungshilfe und über 14 Jahre für die österreichische Entwicklungshilfe Dokumentationen in den Südländern gemacht. Eigentlich auf vier Kontinenten unterwegs gewesen. Ich habe also einen lieben Freund, der auch Filmproduzent ist, und der hat gesagt, wie wäre es denn, das ist in Österreich noch nie gemacht worden, machen wir da was in 3D. Und Anfang 2019 ist er dann ins Kino gekommen, eben die erste große 3D-Kinodokumentation gemacht über Skispringen. Ja, wir haben also beim Springen selber mit 6 Equipments gearbeitet, wobei man sagen muss, ein Equipment ist ja riesengroß, es sind ja 2 große Filmkameras, die auf einem Rig drauf sind. Und es hat pro Kamera eine Mannschaft von 8 bis 9 Personen. Und es gibt ja bei 3D immer den sogenannten Stereographen, der auf dem Monitor, ich bewundere diese Leute, weil da springt dauernd das rechte und das linke Bild hin und her und der muss das beurteilen, ob das richtig zueinander passt. Also es ist eine relativ komplizierte Sache. Meine Frau und ich hatten also diese kleine Filmproduktion gemeinsam. Wir haben ein paar größere Sachen auch zusammen mit dem ORF gemacht. Wir haben insgesamt in 30 Jahren 43 Filme gedreht, davor 8 wirklich große. Ich habe aus dem Drehbuchschreiben heraus begonnen, Bücher zu schreiben. Es sind bis jetzt, glaube ich, 11 Bücher erschienen. Beginn war wieder der Kranichstetten, weil ich sein Leben recherchiert habe und es erhalten wollte. Und also ich schreibe auch eine Krimi-Reihe für den deutschen Verlag und habe jetzt begonnen mit einer anderen Krimi-Reihe für den Bustelt Verlag in Salzburg. Also es füllt dich aus. Es macht Spaß. Es füllt dich aus. Ja, es füllt mich aus. Ich bedanke mich recht herzlich, dass er heute zu uns gekommen ist. Danke vielmals, Ernst Kaufmann. Danke für die Einladung.